Auch wenn das Emden auf den Plakaten nicht zu übersehen ist, auf Norderney ist das Filmfest auch eine ganz große Nummer. Sie beide machen es zu einer großen Nummer. Günther und Ilse Kaput gehören zum Freundeskreis des Festivals und haben jetzt im Juni nur eines im Sinn, so viele Touristen wie möglich ins Kino zu locken. Ist auch ein französischer Film, ist die deutsche Erstaufführung. Günther Kaput freut sich ganz besonders auf den Eröffnungsfilm. Ich bin ja auch ein Klassik-Fan und bin sehr darauf fixiert. Aber es gibt noch weitere Filme, die sehr schön sind. Ich denke, dass das auch noch was ganz Interessantes wäre. Die Vorfreude ist ganz groß, weil das einfach tolle Filme sind, die man da sehen kann. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es ist einfach schön, es macht Spaß. Egal wie toll draußen die Sonne scheint, die beiden stehen lieber im Konversationshaus und geben Empfehlungen zu Filmen. Seit 1999 ist Norderney beim Emder Filmfest dabei. Seitdem sind die beiden Insulaner eingefleischte Fans, begrüßen Gäste, weisen Plätze bei den Vorstellungen an. Hast du gut gemacht. Und helfen beim Aufbau im alten Kurtheater. Das kleine Schmuckstück von Norderney, das nicht viele von innen kennen. Hallo Heiko. Hey ihr beiden. Hallo, wir haben dir was mitgebracht. Da stelle ich mich dann dahin, dann gibst du mir dann die so hin. Ja. Hier werden alle 27 Norderneyer Festivalfilme gezeigt. Und alle werden von Heiko Krebs abgespielt. Für mich ist es viel Arbeit, weil ich ja hier für die komplette Technik und Filmdispo und Filmtechnik etc. hier zuständig bin. Das heißt, für mich ist eher viel Arbeit, aber das macht natürlich sehr viel Spaß, wenn man hinterher auch sieht, wie voll der Saal ist, wie glücklich die Leute sind und so weiter. Im Theater von 1894 wird die Leinwand noch per Hand runtergefahren. Es ist der Lieblingsort der Kaputs. Hier wird man die beiden Cineasten die ganze nächste Woche über antreffen. Dieses Ambiente, es ist einfach schön. Vor allen Dingen, wenn man hier schon vorzeitig sitzt und die Gäste, die Kinobesucher kommen rein und die das erste Mal hier drin, oh, und so dann dieses Aha-Erlebnis, oh je, das habe ich gar nicht vermutet. Bei anderen löst das hier das Aha-Erlebnis aus. Arbeiten am Strand. Das Filmfest macht's möglich. Jedes Jahr sponsert das Festival ein Stipendium an Filmschaffende, den Schreibtisch am Meer. Für die Kaputs nichts Besonderes. Den Ausblick haben sie ja das ganze Jahr. Bei den Darstellern ist das immer der beliebteste Preis, weil die sehr gerne auch hierher kommen und hier Urlaub machen wollen. Ja, und der Regisseur, der kommt dann und kann hier praktisch an seinem Drehbuch arbeiten. Was Norderney Emden voraus hat, ist der Preview-Abend in der Strandmuschel. Der erste Film des Jahres, noch bevor das Filmfest eigentlich losgeht. Sonnenuntergang am Meer, unwichtig. Ab jetzt sind Günther und Ilse Kaput abgetaucht.